Nachlässigkeit und wahre Entsagung sind etwas ganz anderes. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Schattenseiten und Tugenden des Menschen. Nachlässigkeit. Es gibt Menschen, die haben auf dem spirituellen Weg einiges gelernt und sie sagen, ich will entsagen. Und im Namen der Entsagung werden sie nachlässig. Das ist gar nicht mal so selten. Das ist eines der Probleme, die man zum Beispiel in Yoga-Ashrams hat, dass Menschen sagen, ja, ich tue ja das, was zu tun ist, so gut wie ich kann und den Rest lasse ich alles bei Gott. Klingt gut. Ist ja auch richtig, so sagt es ja auch Krishna. Tu das, was du tust, so gut wie du kannst und überlasse es anschließend alles Gott. Aber das heißt nicht, nachlässig zu sein. Im Gegenteil, man sollte sich bewusst machen, Nachlässigkeit und wahre Entsagung ist etwas anderes. Krishna sagt eben in einem Vers der Bhagavad Gita, im zweiten Vers, Yoga Samatvam Uchyate. Yoga ist Geschick im Handeln. Direkt danach sagt er auch noch, Yoga Samatvam Uchyate. Yoga ist Gleichmut. Eigentlich Yoga Samatvam Uchyate kommt zuerst. Yoga ist Gleichmut. Sei gleichmütig. Sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg, in Lob und Tadel, in Lohn und Nichtlohn. Aber sei trotzdem geschickt im Handeln. Tu das, was du tun kannst, so gut wie du kannst. Lass nicht Tamas sich kleiden im Gewand des Sattva. Tamas heißt Trägheit und Nachlässigkeit. Sattva hieße loslassen, bedingungsloses Annehmen, Freude, Gleichmut. In diesem Sinne, tu das, was du zu tun hast, so gut wie du kannst. Tu es gut, tu es ordentlich, tu es wirklich sorgfältig. Und dann lasse los. Erst wenn du alles getan hast, was du tun konntest, dann lasse los. Das ist die wahre Entsagung. Aber nimm nicht spirituelle Prinzipien als Ausrede für Nachlässigkeit. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Nachlässigkeit und Entsagung. Ein Vortrag von www.yoga-vidya.de.